Servus, ihr Versifften auf dem YouTube-Channel Lag Siffler über den Siffler oder Siffler, das wissen wir da zum Netz, definitiv auf das Einschalten. Herzlich willkommen zu diesem Dark Siffler am Mittag-Video zu dem Thema Eurovision Song Contest. Am Donnerstag war der deutsche Vorentscheid für den Eurovision Song Contest, der am 14. Mai in Stockholm stattfindet. Deutschland stimmt per Telefon oder SMS ab, wer die Nation im wichtigsten musikalischen Contest Europas gegen die anderen Nationen vertritt. Zur Auswahl standen diese 10 Musiker. Nummer 1. Schlagersängerin Ella Endlich mit Adrenalin. Merkt euch den Namen, denn sie ist nämlich verantwortlich für die nächsten nervigen Lieder beim Après-Ski oder nächstes Jahr im Fasching. Die zweite Helene Fischer quasi. Nummer 2. Indie-Pop-Geschwisterduo Choco mit Full Moon. War jetzt gar nicht einmal so schlecht, war halt Pop, ist jetzt nicht unbedingt meins. Wo eine von beiden den Takt mit dem Schlagzeug vorgegeben hat und die andere Keyboard gespielt und beide ganz gut dazu gesungen haben. Also, der Gesang war echt nicht schlecht. Drittens, Gregorianischer Chor. Gregorian mit Masters of Chant. Ich muss sagen, ich habe Gregorian schon mal live gesehen und ich kann sie nur empfehlen. Das ist eine bombastische Show. Das ist wie Theater, nur mit viel Musik. Also, die lassen sich auf ihrer Tour schon einiges einfallen. Wer mal die Möglichkeit hat, Gregorian live zum Anschauen, sollte das einmal tun. Und ich muss dazu sagen, ich habe den Auftritt auf dem ESC-Vorentscheid am Donnerstag auch nicht so schlecht gefunden. Viertens, Popband von Sänger und Schauspieler Christian Friedl und Musikern von Polarkreis 18. Woods of Burnham mit dem Lied Lift Me Up. Das Lied hat mir jetzt nicht so gut gefallen, Lift Me Up von Five Finger Death Punch ist halt immer noch besser. Aber am Donnerstag war Polarkreis 18, wenigstens nicht ganz, allein auf der Bühne gestanden. Ich weiß, der war schlecht. Nummer 5. Pop-Rockband Luxuslärm mit dem Lied Solange Liebe in mir wohnt. Ich kenne zwar die Band schon vom Bundesvision Song Contest her, habe aber so noch nie viel von denen gehört und ich muss jetzt auch dazu sagen, das Lied, das sie jetzt am Vorentscheid gespielt haben am Donnerstag, war jetzt nicht so einprägend, weil ich weiß jetzt schon immer, wie das gegangen ist oder um was das gegangen ist. Nummer 6. Deutsch-australisches Pop-Duo Keoma mit Protected. Zu denen kann ich überhaupt nichts sagen, denn wie die auf der Bühne waren, war ich wahrscheinlich ein bisschen abgelenkt von meinem Handy, weil die haben mich eigentlich so überhaupt nicht interessiert und auch wie ich dieses Lied dann im Hintergrund gehört habe und ich dann doch einmal reingeschaut habe im Fernsehen, hat es mich immer noch nicht interessiert. Also das war halt absolut nicht meine Musik irgendwie. Im Gegensatz zur Nummer 7, und zwar die Metal-Band Avantasia mit Mystery of a Blood Red Rose. Über den Tobi Sammet kann man ja sagen, was man will, aber er beherrscht einfach sein Handwerk. Und über Avantasia kann man auch sagen, was man will. Es ist und bleibt eine Metal-Band. Auch wenn es jetzt nicht so Black-Metal-Deathcore-mäßig in die Fresse schlockt, ich hab sie auf jeden Fall gewählt, weil Metal. Nummer 8. Die Welt ist momentan so schlecht, denkt's einmal drüber nach, Schmusesänger Axel Diehl mit dem Lied Nur ein Lied. Eine sehr gute Message, aber halt nur einer mit einer Gitarre. Ich hoffe ja persönlich jetzt auch, dass die Message draußen in der Welt gut angekommen ist und viel von außerhalb auch mit angeschaut haben, diesen Vorentscheid, dann die Message vielleicht sogar ein bisschen weitergeht. Aber ich finde, das Lied war nichts für einen ESC. Es hat die Aufmerksamkeit, die sie bekommen hat, auf jeden Fall verdient. Und ich hoffe, wie gesagt, dass die Message nach außen hin weitergetragen wird. Aufgrund der momentanen Lage, die wir hier in Deutschland auch haben. So viel zum Thema Politik hier auf meinem Kanal. Ich glaube aber nicht, dass ein bisschen Friede, ein bisschen Freude, ein bisschen, keine Ahnung, noch einmal funktionieren darf auf dem ESC. Denn so ungefähr ist mir dieses Lied vorgekommen. Platz 9. Voice of Germany Gewinnerin und die Vertreterin der Otaku-Fraktion Jamie Lee Kriwitz mit dem Lied Ghost. Eine wandelnde Manga-Figur in Mimik, Gestik und im kompletten Ausschauen. Als ich die auf der Bühne gesehen habe, war mir sofort klar, die kommt unter die besten 3. Denn auch wie die Metal-Fans haben die Otakus eine sehr, sehr feste und harte Fanbase. Nummer 10. Supertalent-Finalistin und von Ralf Siegel unterstützte Sängerin Laura Pinsky mit dem Lied Under the Sun We Are One. Der Trend geht anscheinend zu Liednamen, die ewig lang sind. Ich meine, Mystery of a Blood Red Rose ist jetzt auch nicht unbedingt ein kurzer Liedname. Mei, das war halt so eine Sängerin, die halt mit ihrem Kleid so rumgestanden ist.
Und das weiße Kleid war riesig um sie herum auf dem Boden ausgelegt und wurde farblich beleuchtet. An das Lied kann ich mich natürlich auch nicht mehr erinnern. Aber ich weiß, dass das den Anschein für mich gemacht hat, als wollte irgendwie jemand den Das Mädchen, das in Flammen stand, Effekt von Tribute von Panem erzielen. Also so hat es zumindest auf mich gewirkt. Aber dann hätten sie schließlich auch Feuer benutzen sollen. Das hätte vielleicht besser ausgeschaut, wie Blumenmuster in dem Kleid und so. Für mich stand nach den Auftritten der 10 Kandidaten schon fest, wir Mettler lassen uns bestimmt nicht lumpen, aber Avantasia kommt bestimmt unter die besten drei. Und natürlich die Otaku-Frau auch. Wegen Fanbase und so. Und das war ja dann auch so, dass dieser Typ mit dieser mega deepen Message auch noch unter die besten drei kommt. Das hat ja keiner wissen können. Aber naja. Jetzt war meine Hoffnung nur noch, dass wir als Metaller ein bisschen mehr sind als die ganzen Otakus da draußen. Aber nein, gewonnen hat das Otaku-Mädel. Und warum? Könnt ihr mir diese Frage beantworten? Genau, weil knuffig und sweet. Und wir setzen heuer also wieder auf das gleiche Pferd wie damals bei der Lena. Außerdem war sie vor kurzem erst Gewinnerin von Voice of Germany. Eine deutsche TV-Sendung, eben genauso wie der ESC-Vorentscheid. Die Chartplatzierung, mit der ihr Lied eingeschlagen ist nach der Voice of Germany, die ist noch nicht mal trocken. Und jetzt kommt der erneute Auftritt im Fernsehen. Das ist also eigentlich ein Erfolgsgarant. Also zumindest in Deutschland, weil diese Medienwelle, die sie schlägt, ja momentan einfach noch nicht zu Ende ist. Ist schon klar, dass die jetzt da aktuell mehrere Fans hat, weil Luxuslärm sagt kein Sau was im Gegensatz zu der jetzt momentan. Und ich sag nur momentan. Ich frag mich aber trotzdem noch, warum Metal keine Chance gekriegt hat. Wo wir Metaller doch seit Lordi wissen müssen, dass wenn wir alle zusammenhalten, wir dann das ganze Ding rocken werden. Oder metteln. Je nachdem. Gut, wir sind Dritter geworden von 10. Wir können uns ja eigentlich auch gar nicht beschweren. Und irgendwie muss man damit auch zufrieden sein. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass wir mit Metal als Deutschland auf internationaler Ebene mehr Erfolg hätten. Was mich dieser ESC überhaupt juckt, das juckt mich genauso viel wie jeden anderen da draußen. Und zwar einen feuchten, eigentlich überhaupt nicht. Aber es war eine Metalband dabei. Und egal, was man von dieser Metalband halten tut, und egal, was man von dem Lied halten tut, was die Metalband spielt, es bleibt eine Metalband. Und ich finde einfach, wir sollten uns nicht verstecken. Wenn eine Metalband bei sowas mitmacht, dann müssen wir unterstützen. Schließlich sind wir alle Mettler. Und Metal bleibt Metal. Denn solange wir solche Bands nicht unterstützen, brauchen wir uns auch nicht wundern, dass der ESC uns nicht juckt. Ich hätte heute gern erfahren, was passiert, wenn wir Metaller einen Grund gehabt hätten, den ESC zu schauen. Hätten wir vielleicht sogar eine Chance gehabt zu gewinnen? Wenn ja, mit welcher Band? Schreibt's unten rein in die Kommentare. Das interessiert mich, was ihr davon haltet. Denn jetzt bleibt mir eigentlich nur noch den Otaku die Daumen zum Drücken, dass Danny ihr sweetes Püppchen gewinnt. Und ihr nicht zu wünschen, dass es keine Nullpunkte-Blamage wird wie beim letzten Jahr. Was haltet ihr generell von dem ESC? Welche Metalband darf garantiert gewinnen? Schreibt es unten in die Kommentare. Und findet ihr auch, dass man Metalbands auch in so einem Contest unterstützen sollte? Das sind die Fragen, die ich an euch stelle und ihr unten in die Kommentare beantworten sollt, wenn's möcht's. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, denn jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich, wenn ihr euch freut, dann freuen wir uns miteinander. Und in diesem Sinne sogar bayerisch für euch. Bis zum nächsten Video. Ich hätte mal wieder Durst auf ein Mass Metal. Vielleicht am Mittwoch. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram und den ganzen Social Media Kram. Ihr wisst Bescheid. Taxi-Fly.